Ich habe hier verschiedene Sachen. Wir machen einen kleinen italienischen Buffet, würde ich einfach noch wagen zu sagen. Wir wollen als allererstes ein bisschen Knoblauch haben. So, und jetzt schneidest du mir bitte diesen Schinken in Würfel. Machst du mir bitte ein bisschen Radicchio. Wir müssen eine Radicchio-Soße machen. Wir haben den Fond jetzt hier schön eingesetzt natürlich. Und wir geben den Radicchio rein und dann braten wir das Ganze. So, Tomaten aus der Dose. Mit Rotwein ablöschen und die Sahne. Diese Aubergine in schöne Scheiben schneiden. Also dann marinieren wir unsere Auberginen direkt. Da habe ich hier eine Platte, machen wir eine schöne Streife hier. Gebratene, gegrillte Auberginen, die ich immer aufstapel, damit, wenn ich sie gegart habe, dann habe ich das Vorteil, dass sie weiter garen, wenn sie aufeinander stehen. So, ja, würze ich das Ganze mit Salz und das ist okay. Pfeffer aus der Mühle, weiße Balsamico, Olivenöl. Dann habe ich hier grüne Bohnen. Ich kappe die Bohnen links und rechts, damit der Strunk entfernt wird. Die möchte ich in heißes Wasser kochen. Und jetzt tun wir hier diesen Pecorino in Lamellen schneiden. Den brauchen wir für die Bohnen. So, und jetzt fängst du an mit den Miesmuscheln. Bitte einfach auspacken und in kaltes Wasser einfach noch abwaschen. Machst du einen Fond aus scharfe Peperoni, den Knoblauch, ein bisschen in feine Streifen geschnittene Petersilie und Olivenöl. Der Fond für die Soße steht. Das Pasta zum Kochen steht. Mein Gott, sind wir gut. Da tun wir die Miesmuscheln jetzt rein in den Topf. Die sind schön gewaschen und fertig zum Kochen. So. Die Miesmuscheln aus ihrem Grundwasser entfernen, die gewaschen sind. Und rein in den Topf. Und dann machen wir ein bisschen Bruschetta. Ja, schneide ich mir ein paar schöne Scheiben Brot. So wie ihr sehen könntet, unsere Miesmuscheln haben sie sich eröffnet. Genau da lösche ich das Ganze mit einem Glas Weißwein. Ah, das Kochwasser für die Pasta kocht. Da gebe ich grobes Meersalz hinein. Und dann nehmen wir heute Penne. Mal die Bohnen bitte abtropfen. Da rein. Und machst du sie an mit Salz und Pfeffer. Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft. Die Bruschetta-Scheiben gehören sie auf die Platte. Die Platte ist jetzt fertig. Voilà. Das zu den Muscheln. So. Und währenddessen kann ich mir ein bisschen Parmigiano reiben. Schön al dente. Käse rein. Und schön mischen. Also da gibt es die Miesmuscheln, die Pasta, die Crostini, gebratenen Auberginen und die Bohnen. 5 Sachen. Guten Appetit.